selig, doch nur wer fragt, kapiert's nimmer. Viel Spaß als gute Sarah Raschak. Menschen, die Computerspiele spielen, sind aggressiv und potenziell gewalttätig. Mädchen, die sich stark schminken, haben ein geringes Selbstbewusstsein und versuchen, das mit Make-up zu kompensieren. Jungs, die sich schminken, sind Schwuchteln. Und Flüchtlinge sowieso nur Sozialschmarotzer. Man kann diese Dinge ruhig glauben und man, also leider ein wahrscheinlich gar nicht so geringer Teil der Bevölkerung, tut dies auch, hat dies getan und wird dies auch in Zukunft tun. Denn vorgegebene Inhalte und Meinungen als gegebene und unumstößliche Wahrheiten hinzunehmen, ist so viel einfacher, zeit- und energiesparender, als sich selbst damit auseinanderzusetzen. Warum sollten Dinge, die fast jeder denkt, auch falsch sein und nicht der Wahrheit entsprechen? Gegenfrage, warum sollten sie? Die Tatsache, wie viele Menschen etwas für richtig halten, sagt absolut gar nichts über den tatsächlichen Wahrheitsgehalt einer Aussage aus. Auch wenn jetzt überall auf der Welt, an allen Schulen, alle Lehrer ihren Schülern sagen würden, dass der Himmel grün ist. Auch wenn das in sämtlichen Schulbüchern und Lexika der Welt stehen würde. Und auch wenn jeder einzelne Mensch der Überzeugung wäre, dass der Himmel grün ist, so wäre der Himmel dadurch kein bisschen weniger blau. Es ist leider viel einfacher, jeden Input, also der Metapher halber, jeden Gegenstand, der einem in die Hand gedrückt wird, einfach achtlos in eine vermeintlich dafür vorgesehene Schublade zu stecken, als sich besagten Gegenstand auch nur kurz anzusehen oder sich sogar Gedanken zu machen, ob er überhaupt in der Schublade Platz hat, dort hineinpasst und dorthin gehört. Wir pauschalisieren alle, jeden Tag. Und es ist irgendwo auch wichtig zu pauschalisieren, denn ohne eine gewisse Kategorisierung zu haben, wäre es vermutlich relativ schwer, sich zu orientieren. Jedoch ist klar zu differenzieren zwischen Orientierung und Vorurteilen. Denn Vorurteile sind ein idealer Nährboden für Diskriminierung und Hass. Und vermutlich auch die Wurzel vieler großer Probleme in unserer Gesellschaft. Denn wer vorschnell urteilt und sich nicht mit der Materie befasst, über die er spricht, der verschwendet sehr viel Energie an der falschen Stelle, nämlich unter Umständen daran, Menschen zu diskriminieren, ohne überhaupt eine Ahnung davon zu haben, worüber man spricht. Obwohl es eigentlich essentiell sein sollte, immer über die Themen Bescheid zu wissen, über die man spricht, denn nur so kann es zu einer fundierten und nachvollziehbaren Meinungsbildung kommen. In einer Gesellschaft und in einer Welt, in der es an Aufklärung mangelt, kann kein vernünftiges und bedingungsloses Miteinander möglich sein. Solange Geschichten über kriminelle, aggressive und gewalttätige Flüchtlinge, die die Schwester einer Bekannten, der Cousine des Bruders, vom besten Freund der Schwester, der besten Freundin der Mutter vergewaltigt haben, einfach hingenommen, anstatt objektiv hinterfragt werden, solange wir als Gesellschaft Vorurteile nicht überwinden und Inhalte unbeeinflusst bewerten können, solange werden Probleme wie Rassismus, Sexismus und Homophobie auch nicht gelöst werden können. Denn Rassisten selbst sehen weder ihren eigenen Rassismus noch den der anderen. Greift ein Türke aus rassistischen Motiven einen Kurden an, so wird dieser von einem rassistischen Österreicher als krimineller, aggressiver Ausländer gesehen, der ihn nur in seiner eigenen Ideologie bestätigt und nicht als Rassist. Konflikte ziehen nur mehr Konflikte und mehr Hass mit sich. Wenn wir nicht aufhören, Menschen aufgrund der Pigmentierung ihrer Haut, ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer Erscheinung bestimmte Eigenschaften zuzuschreiben, seien es nun positive, neutrale oder negative Eigenschaften, wird es immer Nährboden für Diskriminierung und Hass geben. Des Weiteren ist es im Allgemeinen sehr dreist, sich einzubilden, aufgrund irgendwelcher Dinge, die angeblich charakteristisch für eine Gruppe von Menschen sind, die Charakteristika jedes einzelnen Menschen zu kennen, der dieser Gruppe zugehörig ist. Wir Menschen sind individuelle Wesen. Keiner von uns ist identisch mit einem anderen. Jeder von uns ist ein einzigartiges, selbstdenkendes und selbsturteilendes Wesen und jeder von uns sollte als die Person gesehen werden, die er ist. Für die eigenen Gedanken, Meinungen, Taten und Errungenschaften und nicht für Dinge wie Herkunft, Hautpigmentierung und sexuelle Orientierung, auf die wir keinen Einfluss haben. Vielleicht ist die Facebook-Seite BuzzFeed Video dem einen oder anderen einen Begriff. Nicht sehr unwahrscheinlich, da diese Seite über 10 Millionen Likes hat. Drei Beispiele von Titeln von Videos dieser Seite, die am 15. und 16.04.2016 innerhalb von ca. 20 Stunden hochgeladen wurden. Things Virgins Are Tired of Hearing. Dinge, die Jungfrauen nicht mehr hören können. 11 Things All BFFs Know to Be True. 11 Dinge, von denen BFFs wissen, dass sie wahr sind. Moments That Make Asian People Say Fuck.
Momente, in denen Asiaten Fuck sagen. Das erste Bild im Video des letzten Beispiels ist übrigens eine Asiatin, die ihre Essstäbchen aus Versehen falsch auseinanderbricht und sich darüber ärgert. Ich denke, dass vor allem die Unterhaltungsbranche stark von Pauschalisierungen profitieren kann. Denn indem ich eine bestimmte Gruppe von Menschen beispielsweise in Videotiteln erwähne, seien es nun die Jungfrauen, die BFFs oder die Asiaten, bringe ich eben diese Menschen dazu, sich dieses Video anzusehen. Und irgendwo ist es bestimmt ein Motiv dieser Menschen, damit zu überprüfen, ob sie der Norm entsprechen. Dazugehören ist wichtig, für jeden von uns. Egal, wie asozial oder gleichgültig man sich gibt, ich glaube nicht, dass es möglich ist, zu 100% ehrlich zu sagen, dass einem Dinge egal sind, wie die Like-Anzahl des eigenen Profilbilds auf Facebook. Dass man von der breiten Masse akzeptiert oder zumindest nicht akzeptiert wird, oder welche und wie viele wie gute Freunde man hat. Es liegt sowohl an jedem Einzelnen von uns als auch an uns allen als Gemeinschaft, solche Vorurteile zu überwinden, im Zuge dessen ein wahres und bedingungsloses Miteinander zu schaffen. Es gilt also, mehr zu hinterfragen, sich mehr zu informieren, um sich so eine fundierte Meinung bilden zu können und diese durch ständigen Dialog miteinander weiterzubilden und so seinen Horizont permanent zu erweitern. Nachdem der Titel meiner Rede aus einem Zitat besteht, möchte ich sie ebenso mit einem Zitat abschließen. In diesem Fall aus OK Kids, gute Menschen. Alles ist einfach, bist du einfach gestrickt. Kein Knoten im Kopf, nur ein Faden am Genick. Danke. Thank you.